Problem könnte dann sein, dass diese Ehefrauen, wie könnte es anders sein, Schwestern sind. Das neue Wort, mit dem du richtig Geld machen kannst, ist Klima, Klima, Klima. Ja, einen schönen guten Tag. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal zurück. Ich bin der Stilianos, bin Steuerberater. Aber heute, ihr wisst ja, mein Kanal, der macht Finanzen, Steuern, Geldthemen und vor allen Dingen Politik. Ich bin kritisch, unabhängig, überparteilich. Und ich habe mich gefragt, warum regt sich die AfD so auf? Es geht genau um dieses Thema, ihr Lieben. Habecks Vetternwirtschaft. Bei mir ein großes Fragezeichen. Und da ich mir nicht alles merken konnte, war die Samira so lieb, die auch da schön filmt gerade, mir ein tolles Skript zu schreiben. Ihr wisst ja, wenn ich mal was nicht so freihändig mache, sonst mache ich immer alles freihändig, dann zeige ich euch das. Weil es ist zu kompliziert, es ist zu komplex. Und ihr dürft nachher selber beurteilen, ob das tatsächlich so ist, dass Herr Habeck seinen Clan installiert hat in seinem Klimaschutz- und Wirtschaftsministerium. Schaut mal. Ich lege mal direkt los mit dieser Folie und das müsst ihr erstmal auf euch wirken lassen. Und jetzt geht das los. Warum sagt die AfD, das ist ja ein Clan, was die da machen? Der hat das Ministerium gekapert, die haben Deutschland als Beute genommen, sagen die. Überlasse ich euch mal zu beurteilen, ob es so ist. Der Dr. Patrick Greichen, der ist zum beamteten Staatssekretär erkoren worden, ernannt worden vom Dr. Habeck. Bedeutet, wenn Dr. Habeck mal seine Stelle verliert, wird dieser Mann bleiben. Und wenn ich mein Handy nehmen würde, dann kann ich ungefähr sehen, dass dieser Mann im Monat, nicht netto, aber brutto, irgendwo bei 20.000 Euro auskommt. Im Monat. Der Dr. Habeck ein bisschen mehr. Und dieser Mensch vertritt den Minister, also der ist der zweithöchste in seinem Ministerium, das muss man sehen. Und dieser Patrick Greichen hat zufällig eine Schwester, hier, Verena Greichen, und einen Bruder, Jakob Greichen. Erstmal überhaupt nichts Schlimmes, denn auch ich würde doch die besten Leute, Gesinnungsleute, würde ich doch um mich rumscharren. Ist doch völlig legitim. Darf man kritisieren, Opposition? Ja, kann man machen. Und dann geht's aber weiter, guckt mal hier. Die Verena Greichen ist zufällig verheiratet mit dem Michael Kellner. Ja? Das heißt, die zwei hier sind Schwager. Ja? Und der wurde zum parlamentarischen Staatssekretär ernannt. Bedeutet, er hat ein Mandat vom Bürger bekommen. Das ist der Unterschied. Ja? Der hier hat ein Mandat bekommen, sitzt im Bundestag und sitzt bei ihm als parlamentarischer Staatssekretär. Heißt auch, wenn er geht, geht er mit aus dem Ministerium. Er wird rausgeworfen. So ist das. Aber die Vergütung, die orientiert sich natürlich hier. Schaut mal, nicht schlecht. Zu den Personen muss ich gleich was vorlesen, weil es doch ein bisschen komplex ist. Dann geht es aber weiter. Hier könnt ihr jemand sehen, voll gelb, das ist ein FDP-Mann. Stefan Bürgner, auch nichts Schlimmes, denn die Ampel gerade, ja, die ist ja mit der FDP und den Roten ja irgendwo was am machen. So, das Problem könnte jetzt sein, ich sage bewusst könnte sein, dass der Dr. Robert Habeck eine Ehefrau hat, was ich schon mal toll finde. Mann und Frau finde ich sowieso super. Denn Artikel, ich glaube Artikel 6 ist es ja, der besondere Schutz der Familie im Grundgesetz. Yes! Und der Stefan Bürgner hat genauso eine Ehefrau. Top! Problem könnte das sein, dass diese Ehefrauen, wie könnte es anders sein, Schwestern sind. Denn ich habe mich schon gefragt, oder als Samira mir das ausgearbeitet hat, habe ich gedacht, Samira, ist das so? Heißen die deswegen Schwips-Schwager? Ja, sagt Samira, das sind Schwips-Schwager, deren Ehefrauen sind Schwestern. Erstmal gar nichts Schlimmes. So, jetzt gehe ich mal weiter zur nächsten Folie. Lasst euch mal auf euch wirken, ob das eine Clanstruktur ist. Und dann gibt es Verbindungen zu Instituten. Und jetzt muss ich mir mal diese tolle Ausarbeitung von der Samira nehmen. Erstmal der Begriff Vetternwirtschaft. Kann man denn überhaupt nehmen oder ist das nur Polemik der AfD? Was hat Samira mir geschrieben? Eine Vetternwirtschaft ist eine Situation, in der eine Person, also Herr Habeck, Herr Dr. Habeck, Herr Dr. Habeck, eine bevorzugte Behandlung oder eine unverhältnismäßig günstige Gelegenheit aufgrund persönlicher Beziehungen zu einer anderen Person unterhält. Ja, ihr habt's gesehen. Natürlich kann man auf diese Gedanken kommen und die Opposition, das ist auch deren Job, ganz klar. Immer kritisch, ja? Immer kritisch.
Typischerweise handelt es sich dabei um eine Person, die mit der entscheidenden Person verwandt oder eng befreundet ist. Aber man muss sagen, ich gehe nochmal zurück, Herr Habeck, schaut mal hier, hat hier keinerlei familiären im Sinne Bruder, Schwester selber, hat er nicht. Das Einzige, was man ihm vielleicht hier unterstellen könnte, wäre, dass natürlich die Ehefrauen Schwestern sind. Aber ansonsten sind das Menschen, die natürlich Gesinnungsgenossen sind. Das auf jeden Fall. Da kommen wir gleich drauf. Und dann geht's weiter. Das Öko-Institut haben wir jetzt hier. Was hat das damit jetzt auf sich? Oder wo kommen diese Leute her? Das Öko-Institut ist ein Forschungsinstitut, das sich mit dem Thema Energie und Klima, wie könnte es anders sein, und so weiter beschäftigt. Sie sind somit umfangreich und zukunftsorientiert, schreiben Sie auf der Page, müsste alles kritisch hinterfragen. Sie suchen nach globalen Lösungen, um das Klimaproblem zu lösen. Ich kann das Ganze gar nicht mehr hören. Deutschland, ihr wisst ja, CO2-Ausstoß Deutschland unter 2%. Oder mal in anderen Zahlen, wenn Deutschland CO2 einspart, sagen wir mal die nächsten 25 Jahre, also so, dann wird China in den nächsten 6 Monaten denselben Shit ausstoßen, den Deutschland in 25 Jahren einspart. Das ist lächerlich, das ist lächerlich. Gehen wir mal weiter. Zitat von der offiziellen Seite. Um glaubwürdig nach innen und nach außen wirken zu können, forschen, bewerten und beraten wir ergebnisoffen und selbstkritisch, schreiben die von sich. Hör mal, die verbreiten ihr Narrative, da wird ihr schwindelig. Und dann geht's weiter. Das Öko-Institut bezieht regelmäßig Aufträge von der Bundesregierung, und auch vom Wirtschaftsministerium, sei es als Forscher oder Gutachter, in mehreren Millionen Euro. Ich habe diese Zahl nicht verifiziert. Es könnte auch sein, dass es mehr ist, aber ich lasse es mal so stehen. Auf jeden Fall sind es Millionen. Und es ist ja so, ich überlasse es mal euch, wie ihr sowas wertet. Könnt ihr lesen, was wir hier geschrieben haben. Gehen wir mal weiter. Nächste Folie. Das ist Dr. Robert Habeck, Copyrights. Könnt ihr sehen, haben wir den genommen. Sehr hübsches Bild, sehr hübscher Mann, ja. Und das hat er gemacht. Er hat Germanistik studiert, Philosophie, Philologie, Humanwissenschaften, Literaturwissenschaften. Da kommt immer diese Kritik, weil die AfD immer sagt, Kinderbuchautor. Jetzt verstehe ich das erst, ja. Und dann war er natürlich im Landtag Schleswig-Holstein und auch sehr viele Jahre Energieminister und Landwirtschaftsminister. Da kommt das Ganze her. Und seitdem hat er einen ganz tollen beruflichen Werdegang hinter sich gebracht. Erstmal Chapeau, musst du erstmal schaffen. Dr. Patrick Greichen, den hatte ich ja in der ersten Folie. Wer ist das? Wurde vom Habeck zum Staatssekretär ernannt. Er ist Klima- und Energieexperte, Bruder von Verena Greichen, Schwager von Michael Kellner. Hatte ich aufgemalt. Das ist sein Werdegang. Auf jeden Fall hat der Mann zu Ende studiert. Das hat er, denn viele in der Politik haben es ja nicht. Also hier mal ein lobendes Beispiel. Er hat zu Ende studiert. Aber dieser Mensch hat natürlich was zu tun mit dieser ganzen Agora-Energiewende. Kommen wir gleich noch zu. Das ist so ein bisschen das. Und dann kommt der Michael Kellner, Ehemann von Verena Greichen, parlamentarischer Staatssekretär. Er hat Politik studiert. Er war Büroleiter von Claudia Roth. Topmann also. Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Frieden und internationale Politik und so weiter. Und ist jetzt erstmal in dieser Position behaftet. Das ist er. Dann geht es weiter. Hier kommen wir nochmal zu diesen Verbandelungen. Also momentan erkenne ich da tatsächlich nichts Kritisches, muss ich sagen. Gar nichts. Ich weiß gar nicht, was sie alle wollen. Und dann haben wir hier Bruder von Patrick Greichen, Senior Researcher im Öko-Institut, Co-Autor der Studie Energie- und Klimaschutzprojektionen. Ich zeige euch das nur mal, weil ich möchte mich nicht zu kritisch dazu äußern. Man weiß ja nie so genau in der heutigen Zeit mit Meinungsfreiheit, Sperrung von Videos und so. Weiß man alles nicht. Dr. Felix Mattes, den hatte ich, glaube ich, auf der ersten Folie. Müsst ihr nochmal zurückswipen, dann seht ihr das, was der wieder macht. Ja, auch ein komplett fertiger Ingenieur, auch top. Also da sind schon Top-Leute um den Herrn Habeck, wenn man das mal auf den Punkt bringt, schon. Die Frage ist nur, ob die alle so zukunftsoffen sind. Man sieht es ja, sind sie nicht. Die haben nur eine Agenda im Sinn, Agora Energiewende. Da könnt ihr das mal nachlesen, damit ich das jetzt nicht selber vorlesen muss.
Die Vorwürfe einer Vetternwirtschaft sind demnach durchaus berechtigt, könnte man sagen. Weil natürlich sind diese Leute alle miteinander verbunden, auch mit diesen ganzen Institutionen. Agora Energiewende, Öko-Institut. Das ist natürlich so. Und das Öko-Institut hat auch 3,5 Millionen in 2022 an Geldern bekommen. Also diese Partner, Geschäftspartner, werden natürlich finanziell unterstützt. Und deswegen regen die sich so auf. Das kann doch nicht sein, ja? Und das neue Heizungsgesetz führt natürlich dazu, dass man teure Wärmepumpen kaufen muss, ja? Vielleicht haben wir hier noch eine Folie, was das mit sich bringt. Hier könnt ihr das sehen. Es ist quasi, das ist ein Problem. Agora wird von European Climate Foundation, also einer Stiftung, finanziert. Und diese wird von Children's Investment Foundation finanziert. Und hier gibt es einen Milliardär, den Christoph Hohn, der ein britischer Milliardär ist, der auch da Geld reingibt. Und sein Geschäftsmodell hat natürlich mit Immobilien zu tun und mit dem Klimawandel insofern, dass es natürlich so ist, wenn du diesen ganzen Wahnsinn, der jetzt kommen soll, umsetzen möchtest, dann brauchst du sehr viel Geld. Kannst du dir das nicht leisten, dann weiß ich nicht, ob ein Ausverkauf von Immobilien auf einmal auf uns zukommt. Und dann stehen diese Menschen natürlich, die das Geschäftsmodell haben oder haben könnten, muss man ja sehr vorsichtig formulieren, ja, und machen dann genau das und schnappen sich die Immobilien weg. Das ist das, was wir hier so in einer kurzen Analyse gefunden haben. Es kommen ganz viele Links in diesem Video rein, weil das wäre zu komplex. Das Video würde viel zu lang gehen, wenn wir das jetzt alles aufnehmen würden. Okay, gehen wir mal auf die letzte Folie. Und da könnt ihr nochmal sehen, wie die ganzen Menschen so zusammenhängen. Und deswegen hat man Fragezeichen, ist das ein Clan? Ja? Und dann wurde noch behauptet, dass 9 Stellen besetzt worden sind ohne Ausschreibung. Da habe ich leider nichts Belastbares gefunden, um diese Aussage irgendwie zu verifizieren. Kursiert aber im Raum. Vielleicht könnt ihr mir in den Kommentaren ja mal reinschreiben, wo ihr irgendwas gefunden habt dazu, ja, aber Belastbares. Jetzt nicht unbedingt Videos von der AfD, aber was ich auch sagen muss, ist, es hat nur die AfD darüber berichtet. Das muss man auch mal zur Kenntnis. Ihr wisst ja, ich bin überparteilich, ne? Und es hat nur die AfD darüber berichtet. Was machen denn die anderen Parteien, ihr Lieben? Dass die FDP natürlich nichts sagt, habe ich euch erklärt, warum nicht, ja? Dass die CDU auch nichts dazu sagt. Letztendlich ist es ja ein großes Geschäft. So, und mein Fazit ist, das neue Wort, mit dem du richtig Geld machen kannst, ist Klima, Klima, Klima. Das ist wirklich das neue Gold der heutigen Zeit. Hysterie, Panikmache, schnell umsetzen, viele Leute reich machen. Wir und unsere Mandanten investieren nicht mehr in Deutschland. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Mandanten, die wir haben, die richtig reich sind, die warten einfach, bis so viele Immobilien auf den Markt kommen, dass du dich richtig toll eindecken kannst. Das ist das Ergebnis dieser Politik. Wage ich jetzt mal vorauszusagen, dass das kommen wird. Yes, kleiner Einblick, großes Fragezeichen. Schreibt mir eure Meinung. Ist das ein Plan? Ist der Staat gekapert? Haben die uns quasi Geld genommen mit den ganzen Bestellungen von tollen Positionen oder nicht? Yes, und ich bin euch dankbar. Abonniert meinen Kanal, vergesst das bitte nicht. Haut auf die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst, denn ich möchte sehr gern meinen YouTube-Kanal weiter pushen. Nicht nur TikTok und Instagram, da müsst ihr mich bitte sowieso abonnieren. Und fleißig die Kommentare nutzen. Ich habe zu wenig Kommentare von euch. Schreibt rein, wir antworten auch. Ciao.